Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast- und YouTube-Folge Wie werde ich im Internet sichtbar? Ja, heute geht es um das Thema, wie möchte ich erreichbar sein oder naja, wie möchtest du erreichbar sein? Ja? Meine Spitzenzeiten liegen wirklich bei 3 Anrufe in Abwesenheit, während ich ein Telefonat führte. Ja, das ist absolut sinnlos. Ja. Du darfst deine Kunden gerne informieren, wie du erreichbar sein möchtest und ja, was sie auch machen können, wenn sie dich mal zum Beispiel telefonisch nicht erreichen können. Wenn du mal nicht abhebst oder nicht gleich in derselben Sekunde zurückrufst oder zurückschreibst. Ja, ich bin noch eine Generation, ich kenne noch das Festnetztelefon und da hat man mal ein paar Tage keinen erreicht, ja. Oder erst am Abend zurückgerufen und jetzt dann mittlerweile, boah, ein Anruf in Abwesenheit oder eine WhatsApp oder keine Ahnung, irgendwo auf einem Portal eine Nachricht, ja. Und wenn man nicht innerhalb von einer Sekunde antwortet, ist die Hölle los, ja. Hier geht es natürlich auch vor allem darum, natürlich macht es Sinn oder ist der Sinn deines Online-Auftritts, dass du gefunden wirst, dass du kontaktiert werden kannst, ja. Und überleg dir allerdings da sehr genau, welche Kontaktmöglichkeiten du verwendest. Wenn du überall deine Handynummer stehen hast und überall der erste Button, also der Call to Action nennt man das so schön, die erste Aufforderung für deinen Kunden ist, dich sofort anzurufen, ja, dann wird dein Telefon übergehen. Verweise zum Beispiel auf E-Mail oder WhatsApp, however. Du kannst auch so, über meinem Handy ist eine automatische Antwort eingestellt, wenn jemand anruft. Bin gerade in einer Besprechung oder habe gerade etwas zu tun oder nehme gerade ein Video auf, ja, dann kommt eine automatische Nachricht zurück. Ich habe auch bei so ziemlich allen Plattformen die E-Mail-Benachrichtigung aktiviert. Somit muss ich erst selektiv die jeweilige Plattform aufrufen, sobald dort irgendeine Interaktion stattfindet und ich muss dann nicht mehr 20 Mal am Tag reinschauen. Ja. Ich schaue mir, sobald ich Zeit habe, meine E-Mail-Benachrichtigungen durch. Und sobald da was dabei ist, wo ich interagieren soll, kann oder antworten kann, dann schaue ich mir genau das an. Ja? Und den Rest plane ich mir für einmal am Tag, meistens am Abend oder in der Früh, einmal am Tag, ein kurzes Zeitfenster, wo ich dann diese Benachrichtigungen alle durchgehe. Du kannst und sollst natürlich bei vielen Plattformen dabei sein, musst allerdings wirklich nur in den seltensten Fällen wirklich überall reagieren. Und ja, auch wenn das Telefon immer läutet oder läuten sollte, ja, es gibt auch noch eine Mobilbox. Und ja, sag deinen Kunden ruhig auch, sie dürfen dir auch gerne eine Nachricht schicken, wie auch immer, ja, um welches Thema das es geht und dass sie einen ausführlicheren Inhalt haben möchten oder ein ausführlicheres Gespräch dazu haben möchten. Oder vielleicht sogar rufst du zurück und machst gleich einen Termin aus. Ja, viele, viele Möglichkeiten, ohne dass man dauernd am Handy kleben muss. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, freue mich auch auf dein Feedback. Danke für deinen Daumen hoch. Wenn du aus Podcast gerade zuhörst, dann schau auch mal auf YouTube und im Blog vorbei. Auf YouTube hör dir auch mal den Podcast an. Und ja, alle weiteren Infos und Themen und weitere Beschreibungen und Links und Co. findest du dann auch im Blog. Viel Spaß, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao.